Herzlich willkommen wieder auf unserem Kanal. Heute geht es um ein sehr, sehr ernsthaftes Thema, denn es geht heute um Coronavirus. Richtig, dieses blöde Virus, was gerade so eine Welle schlägt, was durch die ganze Welt geht. Und wir werden alle sterben, Leute. Wir werden alle sterben. Wir werden verhungern, wir werden keine Pampers mehr für unsere Kinder haben. Toilettenpapier sehe ich gar nicht mehr in den Läden. Nein. Also, das ist Bullshit, Leute. Wir werden einfach nur ordentlich schön in den Hintern gebumst, weil die wollen uns alle Angst machen. Warum auch immer, ich weiß nicht warum. Das Schlechte immer nach vorne gezogen wird und das relativ Gute dabei eigentlich überhaupt nicht erzählt wird. Aber da habe ich jetzt eine Frage. Ja. Was ist denn die Ansteckungsdings-Anzeichen? Die Anzeichen, wenn man sich ansteckt, das dauert 2 Wochen. Also man kann sich anstecken, also man steckt sich an jetzt zum Beispiel. Mhm. Und es dauert 2 Wochen, bis man Symptome zeigt. Okay. Das heißt, man ist 2 Wochen ohne Symptome, man merkt gar nicht, dass man krank ist und kann andere dabei auch schon wieder anstecken. Das ist die Gefahr dabei. Das ist erstens hoch ansteckend und es kann sich ausbreiten und es merkt erstmal keiner. Okay. Und dann kommt erst die Scheiße. Das heißt, Leute, wenn ihr niest oder hustet oder sonst was, dann bitte in den Ellenbogen rein, ja, und nicht einfach watsche, irgendwo hinsauzen oder so. Ich hasse das. Das sollte man generell immer wenn machen. Immer wenn ich jemanden sehe, watsche, da kriege ich so einen Hals, ganz ehrlich. Leute, ihr könnt einfach so in den Ellenbogen rein niesen oder schmeißen und fertig. Dann spreitet es sich auch nicht so aus. Das ist eine kleine Info. So, wenn man krank ist, die Symptome, die kommen dann so nach 5-6 Tagen, ja, kommen die ersten Symptome. Das heißt, kann in Einzelfällen aber auch bis zu 14 Tage dauern, das habe ich gesagt. Deshalb müssen die Kontaktpersonen auch dann in die Quarantäne. Die kommen in Quarantäne. Leute, Quarantäne, das heißt 2 Wochen Urlaub. Ja, und die Leute gehen für euch einkaufen. Was willst du mehr? Also ich will sofort gerne krank werden, ganz ehrlich. Okay. 2 Wochen Urlaub. Jetzt habe ich aber eine Frage. Was sind die Ansteckungsanzeichen? Also die Symptome. Ja. Die Symptome sind wie ganz normale, wenn man eine Grippe hat. Husten, trockener Husten, Fieber, Schnupfen, Abgeschlagenheit. Das ist das Problem. Deswegen gehen alle zum Arzt und denken, die haben Corona, weil sie einfach normal krank sind oder erkältet sind. Das kann man nicht so unterscheiden. Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr? Die Ansteckungsgefahr, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ist sehr hoch, weil die Inkubationszeit fast 2 Wochen dauert. Das heißt, ja, sehr hoch ist die Ansteckungsgefahr. Aber wenn man sich einmal mit dem Coronavirus angesteckt hat, Leute, der wird nicht wieder krank, der wird immun, wenn er gesund wieder ist. Okay. Ja, das heißt, man hat es einmal wie Masern und dann hast du es nie wieder. Nächste Frage, gibt es auch Medikamente dafür? Medikamente gibt es dafür nicht, natürlich nicht, weil es ist ein neuer mutierter Virus, ja. Okay. Genau, das heißt, ich lese mal vor, viele der Infizierten mit der neuartigen Coronavirus haben nur milde Symptome. 80% der registrierten Fälle müssen gar nicht behandelt werden. Ja? Weil es ist einfach wie eine Grippekrankheit. Man liegt im Bett und kuriert sich halt aus. Ja? Das ist aber auch nur bei den jungen Leuten so. Ne? Da steht, nur unter 5% der Fälle verlaufen laut einer ersten Studie aus China kritisch. Bei alten Leuten. Ja, und Leute, die Asthma haben, Leute, die... Richtig, die Probleme ist diese Coronavirus ist eine Lungenkrankheit und wenn man schon eine hat, Asthma und so, das ist gefährlich. Und Herzinfarkt. Richtig, wer sowas hatte schon, das ist gefährlich, das ja. ist das Problem. Ja. Aber gesunde Leute, die Hamsterkäufer machen, die alles machen können, ja, vielleicht sind es auch solche Leute, okay, da kann man es verstehen, die haben Angst. Ja. Aber normale Leute wie wir, die gesund sind, die arbeiten und hast dich gesehen, ja, die brauchen keine Angst haben, mein Gott. Dann brauchen wir uns noch einkaufen zu gehen, dass man die anderen... Genau. Ich zum Beispiel bin nicht einkaufen gegangen, weil ich Angst hatte wegen des Virus, sondern weil ich Angst hatte, dass ich morgen kein Essen mehr habe. Richtig. Meistens kaufen mehr ein, damit sie noch was haben, weil die haben es doch immer alles gekauft. Also wie schon gesagt, besonders gefährdet sind die alten Leute, die kranken Leute, die Vorerkrankungen haben, ja, wie es hier auch steht. Denen sind alle ab 60 Jahren besonders gefährdet. Die meisten Todesfälle in China traten auch deshalb bisher bei den über 80-Jährigen auf. Ja? Besonders halt bei Männern. Wir Männer haben mal wieder eine schlechte Karte. So, aber wie sieht es mit Kindern aus? Ne? Ich hatte schon mein Bedenken, was ist denn mit meiner kleinen Maus, wenn sie in den Kindergarten geht und sich da ansteckt? Weil Kinder stecken sie sehr schnell im Kindergarten an. Ja, das weil, hätte ich auch gedacht. Dass sie, also Kindergarten als erstes, die Kinder sich... Ja, und dann habe ich gelesen, hier, Zitat,
Kinder infizieren sich mit dem neuartigen Coronavirus laut WHO bisher nur in Einzelfällen. Ach. Ja. Eine These von Kinderärzten, das neuartige Coronavirus kann sich bei Kindern möglicherweise in bestimmten Rezeptoren nicht andocken. Das heißt, dieses Virus kommt wahrscheinlich, weil sie noch, ja, die Kinder sind halt noch, ne, die haben Bauer schon, sind noch neu. Ach, das und, liegt dann auch an der Stärke, oder? Ja, wie? Genau, an den Immunsystemen halt. Ah, ne? Da okay. können die Viruszellen sich nicht so andocken. Ah, ja. Die also, Leute. Die Kinder haben es eigentlich ganz gut, das finde ich auch sehr gut. Da muss man sich ja. schon mal, wenn man Kinder hat, sich keine Sorgen machen. Man ja. muss erst anrufen oder klingeln. Genau, ihr braucht auch keine Angst haben, euch zu. Weil die Angst haben, krank zu, die, zu sein. Zu sein, genau, die laufen zum Arzt, die gehen nicht einkaufen. Richtig. Weil die Ärzte sind heute, die Ärztepraxen sind alle sehr voll. Ja, die haben schon überall schon so Container aufgestellt, dass die erst da hingehen. Weil Ärzte nehmen auch keine Leute mehr an, die denken, ich bin krank, weil die müssen das erstmal beweisen. Also der Patient ist beweispflichtig. Oh mein Gott. Bescheuert. Ja, das sind die Medien. Ah, man hört nur von Todesfällen. Das ist das Problem. Besteht denn auch die Gefahr, dass wenn ich eine Türklingel anfasse, dass ich mich da auch anstecke? Also, da sieht es so aus, da es sich um den Coronavirus, um einen behüllten Viren handelt, ja, kann man davon ausgehen, dass auf Oberflächen rund 4 Tage, also die können 4 Tage irgendwie überleben, auf Türklinken oder so, wenn man die okay. anfasst, also dann hast du die auch auf deiner Hand. Deswegen immer Hände waschen, Leute, ja, auch so, immer Hände waschen. Und richtig, nicht nur da, fertig, ja. Wenn ich manchmal eine Disco auf Toilette sehe, oh, ein bisschen Wasser drüber, fertig. Leute, benutzt Seife und macht auch mal eure Fingernägel sauber. Hier, das geht so. Ja, da wäscht man überall und geht auch mal hier in die Handritzen rein. So wäscht man sich richtig die Hände. So, weiter. Schmierinfektionen über Viren, die auf Oberflächen überlebt haben, sind zwar theoretisch möglich, ein solcher Fall ist aber bisher noch nicht bekannt. Dass es sehr unwahrscheinlich ist, sich zum Beispiel über importierte Waren wie Lebensmittel, Spielwaren, Werkzeug, Computer und so weiter zu infizieren. Also es ist relativ safe. Ach so. Ja. Okay. Safe, steht da. Safe. Aber es ist safe. Na, mein okay. Gott. Sonst wäre er noch mehr krank. Okay. Ja. Gut, dann können wir schneiden. Zu den aktuellen Zahlen, jetzt ganz aktuell, heute, ja, der 7.3.2020, sind bestätigte Infektionen von 102, also 102.188 Menschen, ja, haben sich allgemein infiziert. Ja, so. Davon, von den 102.000, sind 3.491 gestorben. So. Patienten, also hier, das wird in den Medien nicht gesagt. Von 102.000 Leute haben 57.000 überlebt. Die sind gesund, sie werden die wieder Corona kriegen. Und die anderen? Ja, die anderen sind gerade noch infiziert. Das sind die 41.000. Okay. Wir werden euch auf jeden Fall das Bild einblenden. Ja, das ist schon da. Ja, also da. Hier, da. Ja, da, das ist die Statistik, Leute. Die Hälfte, mehr als die Hälfte hat überlebt, Leute. Und alle haben Angst, machen Hamsterkäufer, sonst was. Wenn so ein Zombie-Virus ausbricht, okay, verstehe ich, dann renne ich auch. Ja, man dachte ja erstmal, also ich dachte erstmal ja, wirklich, dass. Weil es in den Medien nicht gesagt wird. Man hört überhaupt nichts von, wer ist gesund. Ja, das stimmt. Man hört nichts von gesunden Menschen. Immer nur, wenn jemand stirbt. Das ist das Problem. Das machen die extra. Mhm. So, hier. 57.000 haben überlebt und da werden noch mehr überleben. Mehr als die Hälfte. Und mehr als die Hälfte von den 102.000 allgemein Infizierten sind noch krank oder sind dazu gekommen. 3.000 Tote. Leute, die Grippe ist schlimmer. So, nächstes Thema. Wird sich das Virus denn ausbreiten? Ja, das Virus wird sich weiter ausbreiten. Ich zitiere, eine komplette Auslöschung ist aber sehr wahrscheinlich nicht mehr möglich. Also es wird sich weiter ausbreiten, bis es wärmer, wenn es wärmer wird, so sommermäßig, dann, wie es hier steht, wird es sich ein bisschen beruhigen. Okay. Das werden wir sehen. Also ich weiß nicht, was es mit Warm- und Kaltzeiten auf sich hat. Mhm. Aber unser Leben wird jetzt erstmal mit diesem Coronavirus weitergehen. Denn es, ich zitiere weiter, denn das RKI geht inzwischen davon aus, dass wir es mit einem Virus zu tun haben, das bereits jetzt in weiten Teilen der Welt verbreitet ist, ist klar. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht mehr verschwinden, sondern sich eher langfristig etablieren. Willkommen Coronavirus. Ja.
So könnte das Virus möglicherweise im nächsten Winter erneut, ne, geht es dann wieder richtig ab, erneut für eine neue zweite Krankheitswelle sorgen. Dann wäre das Gesundheitssystem allerdings schon besser auf die Krankheit vorbereitet. Also eigentlich wie jede andere Krankheit auch, also richtig. Erkältung. Ja, es ist eine neue Erkältung, ein neuer Virus halt, mehr ist es nicht. Die Leute drehen einfach durch, weil es einfach nur um Todesfälle geht und halt nicht um die genesenen Leute, die schon gesund sind, die es hinter sich haben. Und was ist in Paris los, Leute? Statt Mona Lisa gibt es schon die Corona Lisa. Und was ist, wenn man keine Masken hat? Ganz einfach lösen. Lösungen, wir nehmen eine Binde. Wir nehmen eine Darmbinde. Geht auch. So, was kann man noch nehmen, wenn man auch keine Damen mehr hat zu Hause oder Damenbinden? Wir nehmen einfach eine Norton-Antivirus-CD. Oh Gott. Oh nein. Ja, und der David hat uns geschrieben, ja, er ist sehr glücklich, er hat uns ein Foto geschickt. Corona macht ihn keine Angst, denn er hat schon Corinna. Ich kann es verstehen, der Arme. Viel Glück euch beiden. Aber das Traurige ist einfach, alles wird ausverkauft sein, aber vegane Sachen werden wir immer finden. Also wir werden nicht verhungern. Keiner will vegane Scheiße essen. Ja, und zum Schluss haben wir dann noch hier die Coronix-Ratiofahren, das ist gegen Panikmache und Hamsterkäufe. Das sollten mal die ganzen Medienleute mal hier mal ein bisschen schlucken. Ja, ich habe gehört, das hilft. Ja. Was haben wir noch hier? Pokémon, ja. Coronavirus in Real Life, Carpador. Und Coronavirus in den Medien, alles Garados. Der ist gut. Ach ja, Leute, die Olympischen Spiele, die finden tatsächlich auch statt in Tokio, sondern die Coronischen Spiele, Leute. Sieht auch geil aus. Alle mit Gasmasken und so. Wenn man richtig Angst hat und sich nicht anstecken möchte, dann zeigen wir euch mal, wie das geht. Ja? Dafür brauchen wir... Ja, ein Overall, ja. Okay. Nein, sonst kommt man Pillen. Okay. So, was brauchen wir denn? Das Zweite ist, wir brauchen Handschuhe. Gummihandschuhe. Yeah. Okay. So, und zu guter Letzt noch Masken. So Leute, so müsst ihr einkaufen gehen, dann seid ihr eigentlich absolut safe, ja, mit den Gummihandschuhen, ihr könnt nichts an euch nehmen oder sonst was von den Viren natürlich da wieder ausziehen. Ja, und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt auch mal so einkaufen. Ja, wenn ihr dranbleiben wollt, ne? So, bis gleich. Wir fahren nach Kaufland, also wir sind gesichert. Da ist ein Mensch, den interessiert das gar nicht. Unsere Kamerafrau, die uns natürlich begleitet. Richtig. Alle Leute gucken schon, aber egal, wir sind gesichert, Leute. Wir denken an uns, nicht an die Menschen. So, jetzt noch einmal in die Stadt. Da dürfen keine Menschen. Das Geile ist, du kannst lachen, die sehen ja nicht, dass du lachst. Schatz, das ist mitten in der Stadt, ey. Ja, gucken wir schon an. Solltet ihr wirklich so rumlaufen, alle Menschen gucken euch an. Guck mal, die lacht sich kaputt, Alter. Das ist so Blamage hoch 50, aber egal. Ich glaube, ich darf mit 3 Wochen nicht binden. Geil. Oh mein Gott. Asumina, was hältst du von uns? Dass sie verrückt sind. Also die Leute halten uns schon alle für verrückt. Leute, das ist wie eine Mutprobe, ne? Jetzt weiß ich auch, warum man die Hamsterkäufer nicht sieht. Also Daumen nach oben, ja? Guckt euch an, was wir hier tun. Okay. Polizei verhaftet uns gleich 100%. Ist so, ey. Ich kopf das mit drin her ab. So, liebe Freunde, jetzt sind wir gerade hier bei Kaufland. Und jetzt gehen wir mal rein. Wir müssen einkaufen ganz normal und mal gucken, wie die Leute so reagieren. Haben sie Angst? Haben sie keine Angst? Wir wissen es nicht. Los geht's!
Hallo. Du bist keine Handschuhe. Ah, die habe ich voll vergessen. Danke. Haben Sie 50 Cent vielleicht für einen Wagen? Wir haben es nur klein. Die Handschuhe. Ja, die hole ich jetzt. Ich bin nicht krank. Ich will nur nicht krank werden. Super, danke schön. So, jetzt hole ich meine Handschuhe. Ja. So, dann machen wir mal einen Wagen hier. So. Was brauchen wir denn alles, mein Schatzi? Oh, die schützen sich aber alle gar nicht, ne, Schatzi? Hä? Sind wir die Einzigen? Und ich fühle mich beobachtet. Brauchen wir Apfel oder sowas? Blumen. Ja, die sehen doch schön aus. Meine Pizza. Brauchst du deinen Salat oder so? Dosen. Wir brauchen Dosen. Hier, natürlich gucken die uns alle an. Wir sehen auch aus wie Gespenster. Ja, komm, Ben, pass. Ja, die Pampers da ganz hinten. Hoppala. Brauchen wir? Aber guck mal, die haben immer noch leer gekauft, aber es geht noch. Die Hamsterkäufer waren noch nicht da. So. Ich brauche hier Farbe, brauche ich kurz. Haarfarbe? Okay, sie braucht Haarfarbe. So, die Leute gucken zwar alle, aber die sagen nichts. Ja, mal gucken, ob das so bleibt. Kein Problem. Ja, bitte. Warum geht ihr heute so raus? Wir wollen uns nicht anstecken, weil wir haben, also ich habe zum Beispiel Asthma und wenn ich das kriege, dann ist wahrscheinlich, dass ich dann grippiere, wissen Sie? Deswegen muss ich ein bisschen mehr geschützt sein. Ach ja. Ja, ja. Weil bei gesunden Menschen ist das ja nicht so schlimm, ne? Nein. Das ist das Problem. Deswegen laufen wir hier so rum wie Gespenster. Ja. Ihr macht die Idee runter, sonst noch ganz gut. Ja, das ist das. Das wollen wir aber nicht. Ja, schönen Tag noch, ne? Oder? Ich denke, gegen Coronavirus. Ja, deswegen, ja. Darüber reden wir ja die ganze Zeit jetzt. So, schönen Tag noch. Ghostbusters. Wir sind die Ghostbusters. Ja. Auch noch in der Farbe Blau. Jetzt habe ich Handschuhe. Jetzt, wo wir gerade fast durch sind. Schatzi, renn nicht so schnell. Ach, so. Wir müssen das Ding ja bezahlen. So. Wie bitte? Du hast infiziert jetzt dann alles. Ja, richtig. Da laufen wir den ganzen Tag mit dem Spray rum. Brauchen Sie eine Tüte?
Mit Karte bitte. Das Gerät ist jetzt freigeschaltet. Ja. Ne. Dankeschön. Tschüss. Wie war es für dich als Kamerafrau? Komisch. Komisch, ne? Für mich war es auch ganz schrecklich. Ja, alle, wenn sie dich schon alle anstarren. So, Leute. Ah. Wir haben es hinter uns. Endlich. Okay. Also. Wie war's für dich, Schatzi? Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte die ganze Zeit versucht, die Menschen nicht in die Augen zu gucken. Und immer so nach unten und so und schnell. Und wenn er verschwunden ist, ich habe mich aufgeregt. Ich habe mich so aufgeregt, ich war allein. Also ich hatte gehofft, dass einige noch sich meckern, aufregen und so, damit ich ein bisschen ins Gespräch mit denen komme. Da war nur eine Frau, die hat uns gefragt, warum das so ist. Ja, ich habe ihr vorgeflunkert, ich habe Asthmakrankheit und so. Kann man so sagen, wenn einer so rumläuft, ist er halt krank und muss sich halt schützen. Und es war lustig auf jeden Fall. Du hast so viel Aufmerksamkeit, alle Augen auf dich. Was hinter uns passiert ist, weiß ich leider nicht. Die Kamerafrau hat gesagt, es wurden viele Fotos gemacht. Richtig, hinter uns wurden viele Fotos gemacht. Also das wird nachher wahrscheinlich bei uns bei Facebook überall landen. Da sind die neuen, jetzt geht's richtig ab oder Deutschland geht unter. Irgendwie sowas. Das war auf jeden Fall, war eine schöne Erfahrung auf jeden Fall. Sowas braucht Eier erstmal. Ja, auf jeden Fall. Ja, also die Leute sind alle gechillt und so. Nicht alle. Sind, ja, also die jetzt, die wir gesehen haben, sind gechillt. Außer die eine Frau, die war vorne an der Kasse. Ganz vorne leider, die hat sich voll aufgeregt. Das habe ich gehört. Ich wollte gerne was dazu sagen, aber die war zu weit weg. Da konnte ich jetzt leider kein Gespräch anfangen, aber das hätte mich gefreut, mit ihr zu diskutieren. Leider hatte ich keinen zum Diskutieren gehabt. Ja, das Experiment ist vorbei. Das Video ist auch zu Ende. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst bitte ein Abo da und macht einen Daumen nach oben. Und Leute, das Coronavirus ist nicht so gefährlich und so schlimm, wie es überall geredet wird. Jetzt wird es sowieso abflachen und in 3 Monaten redet keiner mehr drüber. Richtig. Ciao, Leute. Tschüss. Wie soll ich denn jetzt da diese Wimper rausholen? Ich trau mich da nicht ran. Ja, ich hab die doch jetzt fast. Nein, alles gut, du machst aber die Schminke dann weg. Ich wie das funktioniert. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, weil. Das war mir noch wahr. 5 bis 6 Tage, ja, das ist die Inkubationszeit. Nein, stopp. Die Inkubationszeit sind 2 Wochen. Das ganze Ding. Wie sich überhaupt. Ja, wie sich das, ne? Lach nicht. Da hab ich doch mal eine Frage. Okay. 2 Wochen oder? Aber du hast unsere Frage noch nicht beantwortet. Welche Frage denn? Was sind die Ansteckungsanzeichen? Also, was bekommt man? Ach so, ja, man bekommt, das steht jetzt gar nicht drin, oder? Du bist jetzt Symptome auf. Das ist keine Ansteckung. Tab 3. Man kann es haben, man merkt es nicht und man steckt andere Leute an. Okay. Ja. Leute! Warum machst du? Die armen Leute, schicken mir das gar nicht, dass die gerade andere Leute so anstecken. Ja, ich lache halt gerne. Weiter. Das hat mich jetzt voll aus dem Konzept gebracht. Nein, du hast